Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik-News. Lego hat mal wieder gewählt. Und zwar zwischen ganz vielen Sets, die eingereicht wurden, mindestens 10.000 Stimmen bekommen haben und das Ganze im Rahmen der Lego Ideas-Serie. Das hat uns ja schon eine ganze Reihe sehr schöne Sets beschert und theoretisch hätte es jetzt auch zum Beispiel einen Boat-Repair-Shop geben dürfen, der so ein bisschen wie das neue Fischerhaus aussieht, das ja dieses Jahr noch rauskommt. Zu Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. hätte es was geben können. Zum Lego Store hätte es vielleicht ein Modularhaus geben können. Dann hätten wir einen Land Rover vielleicht haben können, Volkswagen Golf. Sehr cool wäre meines Erachtens gewesen. Dann hätte man mal endlich auch die Leute, die irgendwas auf Schienen sich immer wieder wünschen, ein bisschen ruhiger stellen können. Also Leute wie mich, nämlich hier eine alte Straßenbahn oder ein Diner. Ja, was ist es nun geworden? Das sehen wir hier unten links, nämlich den Starship in the Bottle, the Flagship Leviathan. Das können wir uns auch nochmal ein bisschen schöner angucken. Da ist es nämlich not the final product, wie wir ja wissen. Das wird natürlich nochmal entsprechend angepasst und soll auch frühestens 2018 erscheinen. So wird es wohl ungefähr aussehen. Was davon dann erhalten bleibt oder ob es sogar noch schöner wird, das müssen wir dann abwarten. Mit einer Flasche eben, mit vielen Teilen, die durchsichtig sind, einem Korken, der aus Lego besteht und, so ist zumindest bei dem Original es, sogar hier unter dem Schiff gibt es dann noch hier eine kleine Kanone mit so einem kleinen Kettchen davor. Also finde ich ziemlich cool. Hätte ich mir, also außer der Straßenbahn, ansonsten auch gewünscht. Hier sehen wir nochmal von dem Autoren ein paar Bilder von Jake Zadovich und December Gonzaga, der hat wohl die Fotos gemacht. Da sehen wir es jetzt mal. Es sind also vor allem Teile hier, die man ansonsten gerne mal in Fenstern wahrscheinlich auch hat. Diese Weltkugeln, würde mich mal interessieren, wo die herkommen. Tja, muss wahrscheinlich auch Sets dafür geben. Ja, nö, finde ich cool. Also darauf freue ich mich definitiv. Mal schauen, wie viel es nachher kostet und wie es am Original aussehen wird. 2018, wie gesagt, ist es soweit. Und was dann auch kommt, das war ja noch von der letzten Abstimmung sozusagen offen geblieben, ob Voltron kommt. Ja, da ist jetzt nicht jeder so, dass er gleich sagt, Mensch, Voltron wollte ich schon immer mal haben. Ich musste auch bei Wikipedia nachlesen. Das ist eine Zeichentrickserie aus dem Jahre 1984. Und das ist noch nicht mal eine extra als Voltron verkaufte Serie, sondern die war ein US-Zusammenschnitt von zwei Anime-Fernsehserien, deren Name ich jetzt hier lieber nicht ausspreche, weil das bringt hier, glaube ich, nichts, weil das keiner versteht. Die sind von 81 und 82. Ja, aber da scheint es wohl eine ganze Reihe Menschen zu geben, wahrscheinlich dann vor allem in den USA, die mit Voltron noch was anfangen können. Bei uns hier in Deutschland gab es die Serie sogar auch, nämlich 95. Was sich zum Beispiel geändert hat gegenüber den Originalserien, also das, was man sozusagen im Zusammenschnitt verändert hat, war wohl auch, dass man dort vor allem Roboter statt Menschen bekämpfte. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das, was wir hier sehen, genau diese Roboter sind und auch so Hunde. Ja, also wahrscheinlich was für alle, die irgendwie alle Ideas-Serien sammeln. Ansonsten, gut. Gucken wir mal, was sonst so in der Lego-Welt passiert ist. Da hätten wir zum Beispiel die Frage, was beim nächsten Mal denn so gewählt werden könnte. Da sehen wir das hier. Das soll im Herbst dann entstehen, die Entscheidung. Da sehen wir zum Beispiel das Bluesmobil. Dann Sega Classic Arcade Machines. Die beiden finde ich eigentlich ziemlich cool. Dann Questbuilder, also irgendwas Modulares, wo man dann so ein Dungeon wohl nachbauen kann. Dann einfach, ja, finde ich doch ein bisschen simpel, aber na gut, warum nicht mal. Auch ein Flugzeug, ne, ein Düsenjet. Ein venezianisches Haus, auch cool. Also Wrangler, Jeep, NBC's The Office. Ach so, aus der Serie wahrscheinlich. Das ist ja bei uns Stromberg. Wahrscheinlich soll es das sein, genau. Dann aus Tron was, das hätte ich auch gerne, muss ich sagen. Power Rangers, kenne ich noch aus der Jugend, war aber nie so mein Ding. Surf Rescue, ja, also für meinen wenn man Strand mal sich aufbauen will. Oder Medieval Wintermill, auch wieder schön ein verwinkeltes Gebäude. Also die stehen zur Wahl. Wenn ich tippen dürfte, ich habe keine Ahnung, was es werden könnte. Kommt ja auch darauf an, welche Lizenzen da vielleicht dann auch zur Verfügung stehen. Ich könnte mir gut vorstellen, Bluesmobil oder die Sega Classic Arcade Maschine. Ja, vielleicht auch Tron, ne? Mal schauen. Wir werden es erleben. Das Ganze, wie gesagt, dann im Herbst.
Ansonsten wollte ich noch erwähnen, dass es jetzt, das hat vielleicht noch nicht jeder mitgekriegt, solche Platten hier gibt, wie wir hier sie sehen. Die kann man kaufen für 25 Euro jetzt im Store, zumindest online erhältlich. Und daraus kann man sozusagen einmal mit City dann entsprechend was bauen. Das sehen wir hier. Und der Junge ist ja glücklich, wie wir sehen. Schön, dass er auch Strümpfe ohne Löcher anhat. Ja, das passt. Gut, also die sind auch noch doppelseitig bedruckt übrigens. So kann man seine Stadtlandschaft dann immer wieder individuell gestalten. Es sind 1, 2, 3, 4, 5 Platten und auch noch ein paar Lego-Steinchen dabei. Das sehen wir hier auf den anderen Bildern nochmal. Da kann man dann die Welt noch ein bisschen anreichern. Und das Schöne ist, es gibt es ja auch jetzt für 10 Euro noch so ein Add-on überhaupt für City. Selten, dass man mal so Sets hat, ohne irgendwelche weiteren Minifiguren. Hier ist es nämlich, bei City gibt es dies jetzt, zumindest mit einer Schranke, mit einem kleinen Schildchen hier, mit dem Fahrrad und auch einer Toilette. Nee, das ist ein Springbrunnen, würde ich mal sagen, nicht? So ein Wasserbrunnen, genau. Genau, das gleiche gibt es auch nochmal mit Friends. Auch da wieder 5 Plättchen, die man miteinander kombinieren kann. Auch mit dem Herzen hier als kleiner See. Auch da sehen wir wieder Lego-Steine mit dabei, womit man die entsprechende Gegend ein wenig anreichern kann und auch die Platten wohl miteinander besser verbindet. Und auch hier gibt es ein Add-on-Set für 10 Euro. Das sehen wir hier. Quasi ja, ein paar Dinge, die man wahrscheinlich hier und da schon mal im Weihnachtskalender hatte. Eben was Kleines. Und ein schöner Schwan. Den finde ich cool. Hier der Schwan. Waren doch. Ein Träumchen, würde ich mal sagen. Und ansonsten hätten wir noch, das wollte ich doch auch noch nicht unerwähnt lassen, hier nämlich von Lego Architecture gibt es jetzt das Lego-Haus, beziehungsweise wird jetzt kommen. Wann es genau kommt, muss man noch abwarten, aber es ist auf jeden Fall sicherlich dann spätestens im September erschienen, wenn auch das entsprechende Lego-Haus eröffnet wird. Es gab ja schon ein Modell vom Lego-Haus, das war aber sehr abstrakt. Jetzt ist es mit Farbe, mit den ganzen entsprechenden Ebenen und es wird es wohl auch nur im Lego-Haus in Billund dann geben. Die Bauanleitung des Sets, die gibt es übrigens schon auf der Webseite von Lego. Und das sehen wir hier. Also da kann man schon mal nachlesen, was sich hinter dem Lego-Haus eigentlich verbirgt. Einige Infos habe ich hier bei der Klemmbaustein-Lyrik ja auch schon verraten. Ich werde auch bei der Eröffnung sicherlich da irgendwie drumherum mal dabei sein. Also immer wieder wird es hier auch davon Bewegtbilder geben. Aber hier gibt es dann auch schon mal so ein paar Einblicke darin, wie sich zumindest die Macher des Ganzen das vorgestellt haben. Und dann im Endeffekt auch, ja, wie man eben dieses Set dann baut. Macht natürlich nicht so viel Sinn, wenn man es nicht hat. Gut, man kann sich die Teile natürlich nachkaufen, aber man kann natürlich auch das Lego-Haus ab September dann besuchen und sich das Set dann einfach selber mitbringen. Jo, das war's dann für heute auch mit den Lego-News. Bis zum nächsten Mal und tschüss.